Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19, Grendel 19, 6004 Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Dienstag, den 14. September 2021 und sind mit Aufgabe Nummer. Bei der Aufgabe Nummer 1b nochmal, genau. Ich wollte das nochmal lösen. Jetzt habe ich vorhin irgendwie in 2-3 Monaten nicht auf die richtige Lösung gekommen. Also ich tue mich da konzentrieren und nachher sollte die Daten sein, wo es. Ja, also gut, jetzt haben wir hier. Jetzt können wir hier mal 15 rechnen. Nur eins, also mal 15 beide Seiten. Dann haben wir hier 15x minus 15x plus 7 über 15. Und auf der anderen Seite haben wir 15 mal 3. 2 minus 15 mal 3 mal 4 minus 3x über 10. Jetzt rechnen wir noch mal 2 auf beiden Seiten. Warum mal 2? Weil man hier 30 haben und hier unten noch eine. Das 10 fällt hier unten noch eine weg, also rechnen wir auch noch mal 2 auf beiden Seiten. Dann haben wir hier 30x minus 2 mal 15x plus 7. Über 15, 15 fällt noch einer weg, also ist eigentlich vorher schon weggefallen. Also da haben wir eigentlich x plus 7, beziehungsweise 2 mal x plus 7. Dann haben wir da 45 geteilt durch 2. Jetzt mal 2 nochmal. Minus, und hier haben wir 30. Hier haben wir 45 geteilt durch 2. 45 mal 2 oder 2 mal 15 mal 3, ich schreibe es mal auf, geteilt durch 10, dann geht das 30x minus 2x minus 14, auf der anderen Seite haben wir 90 geteilt durch 2, also 45, 2 und 2 fällt weg, minus, und jetzt kommt dann ein 2 mal 15, das gibt 30, mal 3 gibt 90, also haben wir 90 geteilt durch 10, 9 mal 4 minus 3x. Das ist 28x minus 14, gleich 45, 9 mal 4, das gibt 18, 36, also minus 36, plus 3 mal 9, es gibt 27x. 45 minus 36, das gibt 9. Plus 27x. Und auf der anderen Seite haben wir 28x minus 14. Jetzt rechnen wir minus 27x auf beiden Seiten. Dann geht es hier 1x minus 14 gleich 9. Dann rechnen wir plus 14 auf beiden Seiten. Und dann haben wir hier einen x gleich 23. Also ich habe wahrscheinlich irgendwo hier oben den Fehler gemacht, aber das ist auch nicht so schlimm. Also ich habe ja dann, man sieht ja dann, ich schreibe jeweils, dass zum Beispiel die Aufgabe B.0 ist oder eben die Aufgabe B.1, und so sieht man nachher, ja, da kommt noch etwas. Gut.